So Leute, und damit geht es weiter mit Let's Play Infamous. Im letzten Part haben wir ein paar Nebenmissionen für Moya abgeschlossen. Wir haben zum Beispiel die Tonbänder von John gefunden. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn nämlich einer von diesen verrückten Reapern hat sich selbst in die Luft gejagt und somit die Stromleitung von der Gegend hier zerstört. Und ohne Strom sieht unser Blitzemann nicht so gut aus. Und deshalb müssen wir jetzt in die Kanalisation, um den Strom erstmal wieder zu aktivieren. Okay, ich habe das Echo bis in die Kanäle verfolgt. Bestimmt Carys Hilfe gebraucht, um den unterirdischen Transformator abzuschalten. Finden Sie den Transformator und bringen Sie ihn wieder zum Laufen. Falls die Leitungen zerstört sind, müssen Sie sie reparieren. Alles klar. Okay, reparieren. Das ist, wonach ich gesucht habe. Und jetzt ist eine schöne Aufladestation und jetzt sollte es hier alles wieder funktionieren, oder? Oder, hä? Ah, ne, Strom kann es wiederherstellen. Okay, können wir auch so machen. Das sieht immer so cool aus. Ich liebe diese Szenen. Ja, von denen gibt es mehrere. Wir müssen öfters Strom machen. Und jetzt haben wir eine neue Fähigkeit erlernt. Und ich glaube, ihr seht sie auch. Das ist das, von dem ich immer gesprochen habe. Wenn irgendwelche Leute am Boden liegen, was man mit denen dann machen kann. Kontaktfähigkeiten freigeschaltet. Ja, genau, von denen spreche ich. Okay. Und ja, den kommen wir jetzt. Wir hätten jetzt die Wahl, also im Normalfall. Wir könnten jetzt auf Kreis drücken. Das ist natürlich hier verboten, weil das ein storywichtiger Charakter ist. Könnten wir den Fesseln anlegen. Wir könnten auf 4 drücken. Da könnten wir ein Bio absorben. Das würde ihnen die Energie aussagen über uns Strom und Energie geben. Oder wir können das machen. Das können wir aber natürlich nur bei Menschen machen und nicht bei Reapern. Wir können sie heilen. Der menschliche Defibrillator. Ja gut, dann töten wir die mal alle dahin. Was jetzt? Starten Sie die Verteilerstation neu, indem Sie den Schwingungsregler an der Vorderseite aufladen. Das sollte die Stromversorgung wiederherstellen. Ey, diese Menschen sind hier echt in der Kanalisation. Okay, und da sind Reaper. Und ja, hier sagt es einmal, wie man das testen kann. Also, dieser Bioabsorber, ihr seht es, dieser gibt uns Energie. Wir saugen den aus und töten ihn damit. Da ist aber natürlich, das ist natürlich negativ, ein negativer Punkt. Aber ich zeig's trotzdem hier nochmal. Und wie gesagt, wir können den Gegnern auch fesseln gehen, denn ja, dann glaube ich, kriegen wir einfach. Ja, Elektrofesseln. Ja, dann kriegen wir lebend gefangen. Das ist natürlich etwas Positives. Da wir ein netter Mensch sind, werden wir das auch dann. Ja, ich werde die einfach mal tot treten, wenn die am Boden sind. Da kriegen wir dann zwar etwas weniger Erfahrung, aber dafür geht's auch schneller. Und ich meine halt, wegen den zwei Erfahrungspunkten, es lohnt sich jetzt nicht so. Okay, aber ist schon praktisch hier unser Cole mit seinen Fähigkeiten. Tot. Boah, ich könnte überleben. Oh, ich habe überlebt. Mit seinen Fähigkeiten hier als menschliche Fackel, nicht schlecht. Sie glaubt, ich habe ihre Schwester getötet. Ja, so ist das. Aber wenn man als Terrorist dargestellt wird, dann kann man nicht viel machen. Übrigens, wenn wir einen Gegner ins Wasser schubsen, dann sind diese natürlich nicht tot, weil das ist ja nur kniehoch hier das Wasser. Aber wenn wir dann einen Blitz aufs Wasser schießen, da wir ja alle wissen, dass Wasser sehr, sehr gut leitet, müssen wir dann eigentlich nur noch einen Blitz auf das Wasser schießen und dann war es das schon von den Gegnern. Und wir sehen jetzt hier, und da der uns hier abgeschossen hat, können wir den jetzt einfach so bioabsorben. Wir können noch böser sein, wenn wir wollen. Ich glaube, der lebt auch noch. Wenn ich jetzt hier ins Wasser falle, kann ich zeigen. Wir können diesen hier lähmen und dann können wir ihn exekutieren. Dann kriegen wir auch einen bösen Punkt. Aber ich will ja nicht böse sein, wie gesagt, ich will ja gut sein. Ich werde die einfach immer da liegen lassen oder einfach so treten, damit sie ganz tot sind. Na, ich mache schon seit 4 Jahren Stadterkundungen. War in jedem Winkel der Stadt und kenne die Kanäle wie meine Westentasche. Wir können aber auch übrigens ganz normale Menschen einfach so fesseln oder. Scheiße. Wir können auch ganz normale Menschen fesseln oder Bio aufsammeln. Das ist natürlich dann immer negativ, weil. Naja. Wir wollen ja eigentlich den Menschen helfen. Obwohl. Hey, wenn die uns hier alle als Terrorist darstellen, vielleicht sollten wir uns das mit dem Gutsein noch immer überlegen. Übrigens, das habe ich mir auch überlegt. Da ich ja eh ein Savegame habe, wo ich alles schon auf böse durchgespielt habe, werde ich nochmal alle Cutscenes dann am Ende zeigen, wie es ist, wenn man böse war. Was machen Sie? Wurden Sie gesehen?
Ich muss die Verteilerstation hochfahren. Sind Sie wahnsinnig? Die Reaper werden meine Frau töten. Hier kommt niemand rein. Machen Sie die Tür auf. Vergessen Sie es! Ich habe die Tür verbarrikadiert. Hier kommt niemand rein oder raus, bis sie sicher ist. Armer Kerl. Denkt immer noch, dass er Lin-A beschützt. Trotzdem muss ich da irgendwie reinkommen. Ich kann ihm entweder einen Stromschlag verpassen oder ihm sagen, dass seine Frau tot ist und hoffen, dass er nachgibt. Naja, diesmal wäre sogar die Entscheidung, dass wir einen Blitzschlag geben, eigentlich fast sogar netter, aber ja, ich würde sagen, wir reden mit ihm. Lin-A ist tot. Erschossen. Woher kennen Sie Ihren Namen? Sie müssen jetzt stark sein. Ich habe Ihre Leiche gesehen. Niemand konnte etwas tun. Ich hätte ihm nicht vertrauen dürfen. Ja, es tut mir so leid, Lin-A. Hören Sie. Ich kenne Ihre Fähigkeiten. Sie müssen sie töten. Sie müssen sie alle töten. Ich tue, was ich kann. Versprechen Sie es. Ja, gute Tat. Naja, netter wäre es fast wirklich gewesen, ihn zurückzuwerfen. Denn dann hätte er immer noch die Hoffnung gehabt. Aber naja, man muss einfach hier hart bleiben. Wenn wir die Welt retten wollen. Nicht die Welt, aber zumindest die Stadt hier. Da machen wir das so. Okay, da ist ein Stromkasten. Ich glaube, den müssen wir aufladen. Jo. Der verteilt. Also, wir müssen diese Aufgabe öfters machen, so dass wir einen Bezirk wieder aufladen müssen. Solche Sequenzen werden öfters gehen. Und so werden wir dann auch immer neue Fähigkeiten halten. Und jetzt, wo wir das gemacht haben, kann der Coley wieder aus dem Gully raus. Und jetzt ist alles wieder schön. Und der Strom kehrt zurück. Ach, sieht der Neon-Zirk nicht schön aus. Überall Pubs und Bars. Übrigens, glaube ich, gar nicht gesagt haben, wir halten ja immer dieses gute Tat hier, wenn wir es, die XP. Und unten links steht ja immer etwas von Stunts. Ja, diese Stunts, ich muss das kurz sagen, bevor hier gleich wahrscheinlich was labern wird. Diese Stunts sind Fähigkeiten, wie wir, dass wir beispielsweise einen Gegner ins Wasser werfen und ihn dann töten. Oder dass wir einen von einem hohen Gebäude werfen. Diese Fähigkeiten erhalten wir dann halt immer. Und dadurch kriegen wir ein wenig Bonus-XP. Okay, erklärt. Gute Arbeit. Die Stromversorgung in North Beach ist wiederhergestellt. Drei Verteilerstationen arbeiten allerdings noch nicht wieder. Ich markiere sie auf ihrem GPS, wenn ich sie finde. Ja gut, dann werden wir da wahrscheinlich auch mal hin müssen. Und hier sind wir jetzt auch die erste Nebenmission. Diese gelben Kreise, das sind die Nebenmissionen. Die blauen sind die Hauptmissionen. So war das. Weil ich im letzten Part gesagt habe, dass das Nebenmissionen sind, die blauen. Und hier müsste jetzt erstmal wieder einer von diesen schönen... Hä? Ah, da unten ist er. Einer von diesen schönen Tomat-Aufnahmen von John sein. Okay, eingesammelt. War mehrere Tage im Krankenhaus, Einzelzimmer. Und außer der Schwester niemanden gesehen. Habe die Tür 5-mal getestet. Sie war immer verschlossen. Habe den Tropf gecheckt. Ich bekam fortlaufend Methadon. So viel zum Thema Heilung. Ach, Methadon halt doch, sehr schön. Okay, wir machen jetzt kurz mal diese Nebenmission. Satellitenverbindung. Es heißt, es gäbe Leute da draußen, die helfen können, aber ich kann sie nicht orten. Reaktivieren Sie die Satelliten, dann orte ich sie und gebe Ihnen die Positionen per GPS durch. Okay, ja, ich will jetzt einfach mal eine Nebenmission zeigen. Wie gesagt, ich werde die Nebenmission sonst alle immer in einem Part machen. Also, da werde ich dann halt ein Part mal nur eine Nebenmission machen und ja. Damit ihr vorbereitet seid und nicht die langweiligen Nebenmissionen machen sollt. Obwohl, also besonders die guten Nebenmissionen sind eigentlich echt spannend. Sieht kaputt aus. Ziehen Sie ihm den Saft raus. Das setzt ihn zurück. Danach müssen Sie nur an den anderen vorbeilaufen, damit alle wieder synchron laufen. Da müssen wir uns aber beeilen. Okay, wir müssen jetzt immer ganz schnell da hinten vorbei, dann macht's zick. Und ja, dann werden die Satelliten reaktiviert. Ich hasse dieses Minispiel, das verkacke ich immer. Wo ist der nächste? Ah, ich schau's mal da. Okay, da vorne, schnell. Ah, ja, das ist jetzt eines von diesen, von den Nebenmissionen, die auf Zeit laufen. Da sollten wir uns ein wenig beeilen. Schön gemacht. Die Nebenmissionen wiederholen sich übrigens. Also, es gibt ungefähr 3 Inselabschnitte, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder waren es um 2 oder 3? Nee. Es waren 3 Inselabschnitte und in jedem dieser Insel gibt es halt immer verschiedene Nebenmissionen. Und auch dann verschiedene Gegner und verschiedene Dinger. Wir sind hier noch am allerersten. Also, ihr seht ja zum Beispiel, wir sind immer noch nicht an diesem Ground Zero da vorbeigelaufen, wo wir waren. Ganz am Anfang der Geschichte, wo alles auch irgendwie seinen Lauf genommen hat. Und jetzt haben wir die Mission abgeschlossen.
zur Lebenverbindung und wir hatten 100 XP. Und ihr seht jetzt wieder, wir haben wieder einen Teil der Stadt befreit. Und jetzt sind wir schon bei 5%. Juhu. Sehr schön. 5%. Ja. Und, ach komm, die Nebenmission ist jetzt doch nochmal so schön in der Nähe. Ach, wisst ihr was? Ich werde diesen Part zu einem Nebenmission-Part erklären. So. Wenn ich noch die Scherbe finde, wäre ich noch ein ganz klein wenig glücklicher. Ah, da ist sie. Komm. 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 Holy Boy, du kriegst das doch hin. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß es. Okay, noch 19. Ja, ihr seht schon, jetzt brauchen wir eindeutig ein bisschen mehr Scherben als noch vorher. Okay, da. Spionagespielchen. Es scheint, als würde einer der Kuriere der Reaper hier durchkommen. Verfolgen Sie das. Wow. Immer danke, dass du mir so viel sagst. Okay, folgen Sie den Kurieren. Ja, das ist auch eine Aufgabe, die ich nicht mag. Ja, wir müssen eben halt jetzt, ihr seht ihn hier, den da, den müssen wir jetzt immer herlaufen und wir müssen halt immer über ihm sein. Oder zumindest so, dass er uns halt nicht sieht. Also wir können auch hinter ihm herlaufen, das wird auch funktionieren, aber ach komm, für was haben wir diese Kack-Superkräfte? Damit wir hier über ihm sein können. Hier stehen ja auch über ihm. Und, oh, jetzt läuft er da an, verdammt. So, lauf. Komm, immerhin ist dieses Biech hier nicht so blöd wie in Assassin's Creed, dass man ihn immer eine Sekunde wenn man ihn irgendwie eine Sekunde nicht im Blickfeld hat, dass dann gleich dieser Counter kommt. Das ist immer so, man muss nur in der Nähe von ihm bleiben. Finde ich auch besser. Ich hasse es zum Beispiel, das hasse ich in Assassin's Creed, wenn man... Er hat uns gesehen. Oh, und der ist in die Tankstelle gelaufen. Oh, verdammt. Seien Sie unauffälliger. Ja, ich hasse das beispielsweise in Assassin's Creed, da ist es ja so, immer wenn man einen Gegner eine Sekunde lang nicht sieht, dann ist es sofort so, dass er diese Counter beginnt, was Schwachsinn ist. Weil wenn ein Gegner 2 Meter vor ihm steht und hat eine Wand dazwischen ist, dann weiß man ja immer noch, dass er da ist. Okay. Ja, das sind diese Suizidgänger, die wir schon vorher gesehen haben und die auch den Stromkasten zum Explodieren gebracht haben. Zum Kurzschluss. Explodieren, dann hätten wir jetzt gar keinen Strom mehr. Okay, komm. Beweg dich mal, mein kleines hässliches Männchen. Ich will gefälligst ein paar Erfahrungspunkte haben dafür, dass ich so einen merkwürdigen Suizidgänger wie dich hier verfolge. Ein paar viele. Okay. Da ist er. Da ist der Kleine. Jetzt warte ich erstmal, bis er dahinter läuft und bis der Counter beginnt. Okay, so schön. So, okay. Gut, jetzt haben wir es geschafft, ohne dass er uns gesehen hat. Jetzt behalte ich mal Cody Boy. Cody Boy. Cody Boy. So, okay, das war gut. Und jetzt schnell hier auf das andere Haus drauf springen. Wo läuft der denn? Ah, okay, er läuft geradeaus. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Jetzt, warum ist dieses Haus so hoch? Okay, einfach hier Fassaden klettern. An dem Haus vorbeilaufen, komm. Ja, jetzt falle ich hier runter. Ah, okay, aber ich glaube, er ist eh schon fertig. Holen Sie das Paket ab. Darf er mich jetzt sehen? Ich wollte ihn eigentlich abschießen. Ne, hat nicht so gut geklappt. Okay, dann heben wir das Paket aber trotzdem auf. Und da sind 5 Scherben. Cool. Ja, von solchen Nebenmissionen gibt es auch immer welche. Immer halt, wo die ein paar Scherben verstecken. Ganz nett. Keine Feindrückkehr. Jetzt haben wir schon 8%. Ich hätte nicht gedacht, dass hier wieder Normalität einkehrt. Das ist gute Arbeit, Mann. Ja, sie gibt uns hier immer, wenn wir ein paar Nebenmissionen abgeschlossen haben, immer so ein Status-Update, wie halt so sich das Leben in der Stadt entwickelt. Natürlich, da wir jetzt ein paar Nebenmissionen gemacht haben und da die Nebenmissionen immer der Stadt helfen und halt keine Feindrückkehr mehr dadurch ist, werden natürlich die Nachrichten dadurch besser. Und wenn wir später irgendwann diese gut und böse Nebenmissionen haben, von denen es dann auch welche geben wird, dann haben wir halt ich glaube, bei der guten Nebenmission ruft dann so jemand wie der Polizei aus und bei der bösen, naja, das werdet ihr dann selber sehen, wer bei der bösen Mission anruft. Also ihr seht hier schon, das ist eine gute Nebenmission, das sieht man natürlich an dem Blau-Gelb. Und da hinten ist eine rote Nebenmission. Auf dem Minimap, glaube ich, kann man das sehen. Aber wir machen natürlich die gute für einen Polizisten, weil wir nett sind. Gefesselt. Sie müssen ein paar Reaper für uns festnehmen. Wir brauchen sie lebend. Sie müssen uns Informationen geben können. Na, der sieht voll cool aus mit der Zigarre da. Okay, von den Reapern gefangen genommen Polizisten, in der Stadt nach Reapern suchen. Hö? Aber jetzt in der ganzen Stadt noch Reapern suchen. Supi. Das ist ja lustig. Okay, da sind Reaper. Ich habe welche gefunden. Was kriege ich? Ah, ganz viel auf die Kloppe. Komm, werfen wir mal das Auto auf dich. Ah, ich wollte eigentlich eher auf das Auto auf dich werfen.
Komm, bumm. Okay, aber, hä? Was ist das für eine blöde Aufgabe? Ist einfach hier in der Stadt nach Reapern suchen. Ja, super. Ich habe Reaper gefunden. Und sie schießen auf mich. Super. Wollte das Spiel, dass das passiert? So. Ich tue jetzt mal Bio absorben, weil ich Strom brauche. Sieht aber immer schon cool aus. Na, dagegen kann man nicht sagen. Okay, ja, in der Stadt nach Reapern suchen. Hä? Also auf der Minimap haben wir nichts, also auf der Map haben wir nichts markiert. Okay, ja. Soll ich jetzt hier einfach durch die Gegend laufen? Also es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich in Famous 1 gespielt habe. Also das ist schon mindestens anderthalb Jahre oder so her. Da erinnere ich mich natürlich nicht mehr an. Ich erinnere mich eigentlich an so gut wie gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich, als ich das erste Mal das immer durchgespielt habe, dass ich jeden Passanten, den ich auf der Straße gesehen habe, immer geheilt habe, weil ich da immer Experience-Punkte bekommen habe. Und mir gedacht, yeah, I'm Experience Point, aber. Ja, also okay, wenn du vielleicht jeden in der Stadt hast, dann ist es schon nicht so schlecht, aber ich sag dir, das wird nicht so viel, es wird euch nicht so viel bringen. Aber ihr könnt euch gut fühlen. Das ist natürlich etwas, was kein Geld der Welt kaufen kann. Ja, in der Stadt nach Reaper. Ach so, oh, ich bin ja so blöd. Ich bin ja so super blöd. Oh, wir müssen Reaper gefangen nehmen. Ach so, ich habe gedacht, wir müssen jetzt nach Polizisten suchen, die gefangen genommen sind. Oh, ich bin ja so blöd. Ja, wir müssen ihn einfach Elektrofesseln anlegen. Ah, das ist ja super leicht. Wenn man auch so blöd ist wie ich, dann. Dann. Okay, dann suchen wir mal nach Reapern. Oh, what the hell? Ein MG. Super. Okay. Da müssen wir irgendwie uns schlau annähern. Komm, komm. Oder wir tun einfach die Reaper, die da alle sind, einsacken. Ich glaube, das wäre leichter. Nein, jetzt habe ich den ja schon wieder getötet. Gib mir mal Strom. Aber du musst hier kein... Ah, hier ist ja kein Strom mehr. Ja, ihr seht es an diesen roten Bildern da und dass die Stadt komplett grau ist. Dass halt in diesen Abschnitten kein Strom ist. Und gerade hat unser Kohle ein bisschen rumgebackt. Okay, deswegen müssen wir in diese Bezirke wieder... irgendwie Strom sein, ohne dass ich vor das MG-Wagen hüpfe. Komm. Okay, komm, schnell. Töte ihn. So. Elektrofesseln. Ah, und in diesen Abschnitten, wo auch keine Gegner sind, sind auch, oh, ich habe immer noch keine anderen Fähigkeiten. Es sind auch deutlich mehr von den Reapern. Ist ja logisch, da können sie ohne uns auf Gefahr zu haben sein. Okay, erledigt, erledigt. Dann können wir jetzt Sack machen. Tu ihn schnell. Ach, manchmal backt es rum. Naja, okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt in Slow-Mo hinspringen. Sieht cool aus. Okay, ja, und damit haben wir wieder einen kleinen Abschnitt befreit. Und die böse Mission wird, ja, gestrichen. Das ist das Schlechte daran, wenn man eine gute Mission macht. Ach, vielleicht sollten wir doch böse sein. Böse ist schon schön. Die Kriminalität ist stark zurückgegangen. Schön, dich zu sehen. Mach weiter so. Oh, wir sind so ein netter Mensch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht noch eine Nebenmission und dann machen wir erstmal wieder einen Cut. Aber erstmal will ich jetzt hier die Nebenmission suchen. Wo ist sie da? Okay. Die Reaper haben Überwachungsgeräte auf unserem Gebäude installiert. Deaktivieren Sie sie. Okay. Oh nee, diese... Oh, ich hasse diese Aufgabe mit Überwachungsgeräten. Jetzt muss ich erstmal auf der Minimap suchen, wo... Also das ist schon das Gebäude, oder? Da war doch gerade der Teil ansehen. Komm. Ah, ich hoffe einfach mal, es ist auf dem Gebäude. Mit sonst habe ich ein kleines Problem. Hm. Ja, es wird mir jetzt nicht mehr angezeigt, wo das Gebäude ist. Aber es müsste, ich schätze mal, das, ah, nee. Da hinten sehen wir. Da hinten sehen wir es doch markiert. Ah, da. Oh, verdammt. Kann der MG-Wagen hier von schießen? Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Okay, 12 Kameras deaktiviert und sollten wir hinbekommen. Die muss man halt immer ein wenig suchen. Das ist ein bisschen tricky teilweise, aber kann man schon hinbekommen. Wenn unser Coley Boy jetzt noch hochspringen würde, was er irgendwie nicht tut, weil er keine Lust hat. Jetzt komm schon! Hole! Super gemacht. Ganz gut. Jetzt, oh, so. Und erstmal töte ich aber alle Gegner, die hier sind. Denn die nerven mich hier gerade ein wenig. Dass hier überall Gegner sind, die auf mich schießen. Hui! Was? Du fliegst. Ich sagte, du fliegst. Jetzt, was ist mit dir denn? Da geht doch. Voll viel Strom verschwendet. Egal. Gut, die Kameras müssen wir jetzt aber erstmal hier suchen auf dem Gebäude. Die werden einem auch nicht markiert, aber
Das kann man schon finden. Ah ja, da sehen wir schon die erste Karte. Die sieht man halt immer an diesem schönen Licht. Und die müssen wir, glaube ich, einfach entladen. Ja, so. Da oben war da nicht noch eine? Ja. Komm. Aber die haben ein ganz schönes großes Gebäude. Hey, hier die Familie, dem wir hier helfen sollen. Nicht schlecht. Kameras, 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 Kameras. Da ist keine Kamera. Gut, dann schauen wir mal runter von dem Haus hier und sehen. Ah, da, 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 da. Da ist die nächste Kamera. Meins, 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 meins. Nächste Kamera. Okay, jetzt hier. Ah, schauen wir vielleicht noch. Hier noch ein wenig. Vielleicht hängt hier noch. Ah, ich wusste es doch, bevor ich jetzt hier nochmal runtergesprungen wäre. Da ist noch eine Kamera. Was hat er eigentlich gerade auf mich geschaut? Ach, da ist ja ein Reaper. Da ist es kein Reaper mehr da. Und, den Satelliten haben wir schon. Also die Tonbandaufnahme. Ich habe gedacht, da hätten wir jetzt noch eine Tonbandaufnahme nehmen können. Aber die haben wir schon gemacht. Ach, wir sind so aktiv, wir haben eh schon das Spiel zur Hälfte durch. Nee. Infamous ist schon ein sehr langes Spiel, da werden wir schon eine Weile lang dran sitzen. Ich schätze mal, so mindestens so 50 oder 60 Parts werden das schon werden. Okay, da unten ist eine Kamera. Ja, wie viel haben wir? 5 haben wir. Ach, wir haben jetzt 5. Okay, dann da oben sind schon wieder 2. Man muss sich einfach hier mal ein bisschen umschauen, wenn man die Kamera suchen will. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Es ist teilweise nur ein bisschen nervig, weil das sind immer so Gebäude strukturiert, wo man nur auf bestimmten Wegen dahin kommt. Das will das Spiel natürlich so. Das ist auch jetzt nicht irgendwie schlechtes Level-Design. Es ist halt teilweise ein bisschen nervig. Hier muss ich zum Beispiel hier hoch, damit ich da hin kann. Es wird anders nicht gehen. Komm, okay. Willst du kaputt machen? Kaputt machen! So, kaputt gemacht. 8 haben wir jetzt. Das heißt, es fehlen uns noch 4. Okay, dann suchen wir mal die anderen Seiten ab. Also, hier ist nichts mehr. Da ist eine. Ah, perfekt. Komm, kaputt machen. Hier sehe ich jetzt gerade aber sonst keine mehr. Wir können auch einfach mal runterspringen. Ich glaube, dann haben wir eine bessere Aussicht. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist nicht. Ah, stimmt. Der Kreis wird sich auch dann ein bisschen verkleinern. Damit wir halt dann, ja, wissen, wo die übrigen sind. Denn halt nur in dem Bereich, wo halt dieser Kreis ist, sind auch Kameras. Das heißt, wenn man alle Kameras beispielsweise erst vernichtet, die außen sind, also jetzt irgendwie ganz weit weg vom Herzen des Gebäudes, dann wird der Kreis natürlich immer kleiner und man kann immer besser abschätzen, wo die Kameras sind. So wie wir es eigentlich gemacht haben. Das ist auch die leichte Strategie einfach, wenn man immer von außen angeht und dann von nach vorne sich arbeitet. Komm, da ist sie ja die nächste. 11 und eine sollte uns jetzt noch fehlen. Und die sehen wir jetzt sogar markiert auf diesem Mini-Kreis. Da. Sollte sie sein. Irgendwo. Wahrscheinlich aber ein bisschen weiter unten. Okay. Okay. Hä? Ah, da ist sie. Okay. Gut, und die letzte Kamera jetzt auch kaputt gemacht. Komm. So. Oh, ich wollte hier noch einen coolen Slow-Mo-Sprung machen. Naja, kann man nichts dagegen machen, haben wir nicht geschafft. Okay. Jetzt haben wir schon 13% wieder und ich würde sagen... Das wird auch Zeit. Bei dem Gestank hätten auch bald die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Ja. Aber zum Glück haben wir das nochmal verändert. Okay, Leute, jetzt haben wir noch eine Nebenmission abgeschossen und jetzt können wir erstmal wieder einen kleinen Cut machen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Infamous. Bis